Hallo Leute und willkommen zur ersten Folge von Metro Exodus. Ich wollte das Spiel eigentlich schon eine ganze Weile mal let's playen, aber ich kam irgendwie immer wieder davon ab. Aber jetzt ist es soweit, jetzt fange ich damit an. Ich habe noch nichts weiter gemacht. Ich meine, ich weiß nicht, was hier kommt, was vielleicht mal erst ein Tutorial oder so, ich weiß es nicht. Also wir machen das jetzt zusammen. Das ist jetzt das Erste, was ich hier... Also hier bin ich im Prinzip gelandet, ich bin hier runtergeklettert und da bin ich jetzt. So, wir müssen jetzt hier die Tür aufmachen. Da höre ich immer irgendwas. L, um Spinnennetze anzuzünden, okay. Machen wir das Ganze doch mal. Okay. Und da geht's nicht weiter. Vermutlich müssen wir denn hier lang. Ja, hier geht's weiter. Boah, wie das hier aussieht hier. Über Leichen liegen hier rum. Ja, muss sagen, hat eine richtig geile Grafik, das Spiel, ne? Hier sind wieder Spinnen. Kann ich wieder abfackeln. Waren wir hier schon? Ja, von hier sind wir gekommen, okay. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen verlaufen. Sind wir wirklich von da gekommen? Ich weiß es halt nicht. Wir gehen mal hier weiter, nein. Ich glaube, wir müssen mal weiter. Oh. Ich höre da irgendwas. Ich höre überall Geräusche. Was ist das? Wow! Na los, komm! Oh. Jetzt sind wir tot. Aber ich habe eigentlich eh gedrückt. Keine Ahnung. Was da war. Müssen wir nochmal machen. Ja, hier kommen wir nicht lang. Wow. Ich habe keine Munition mehr. Wow. Ah, man kann schlagen, die Viecher. Wow. Das war knapp. Wow. Na komm her. Noch irgendwo eins? Nein. Okay.
Also gehen wir hier hoch. Okay, jetzt muss er die Tür aufmachen. Oh, da kommen die Viecher hinter uns. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Alter. Voll ins Auge rein. Wow. Aber die Grafik ist echt mega bei dem Spiel, ne? Ich spiele es auf Ultra und Raytracing ist auch auf Ultra. Okay, jetzt kommt irgendein Kollege von mir oder so. Oder auf jeden Fall irgendwelche Leute. Das war wahrscheinlich so das Intro oder so. Denke ich mal. Oh, das Piepen. Das tut echt weh in den Ohren. Okay, ich werde jetzt hier rausgetragen. Warum ist das Licht aus? In der Station ist es jetzt Nacht. Aber keine Sorge. Alles klar, ich habe aufmachen. Den gesagt, dass sie ihn erwarten. Los! Wo sind wir jetzt hier? Das sieht aus wie irgendwie so ein Lager oder so. Hey Duke, warte mal. Wohin denn jetzt? Nach links, über den Platz. Hey Damir, meinst du, der Oberst weiß, was Artyom da oben vorhatte? Woher soll ich das wissen? Frag ihn doch selbst. Er hat sich vom Ring aus per Funk gemeldet und gesagt, er sei morgen hier. Hey, du, lass ihn in Ruhe. Soll er doch lernen, selbst klarzukommen. Okay. Wo bringen die mich jetzt hier hin? Aufwachen, Leute. Halte durch, Artyom. Du bekommst jetzt eine frische Dosis Spartanerblut. Aha, okay. Du weißt wahrscheinlich irgendwie das Intro oder so. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Okay, ich wache jetzt wieder auf. Artyom, bist du wach? Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder. Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Was, wenn du nächstes Mal nicht von der Oberfläche zurückkehrst? Da draußen ist niemand, Artyom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Quatsch jetzt die ganze Zeit, ich will du weiterspielen. Musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Herr Oberst. Ja. Hallo, Alex. Da bist du ja, du sturer Bock. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Wenn du dich wegen deiner albernen Träume selbst umbringst, soll mir das egal sein. Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Deiner Frau? Papa, bitte. Ja, so ist das, ne? Um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Aber jetzt hat dieser Scheiß ein Ende. Es gibt nur die Metro und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Wenn nicht wir... Wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Artyom, bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Wir sehen uns später. Naja, ob das so ist, glaube ich bestimmt nicht. Artyom, wir haben dich gerade noch retten können, aber die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren.
Oh, ich darf wieder steuern. Cool. Die Spartaner haben Artyom gerade noch rechtzeitig hergebracht. Ein Glück, dass sie so verdammt gut sind. Oh, ich traue meinen Augen nicht. Artyom, es geht dir gut. Du hast uns ganz schön Angst eingejagt, Artyom. Wie geht es dir, mein Freund? Offenbar gut. Entschuldigung, meine Herren. Artyom. Die freuen sich anscheinend alle, mich zu sehen. Du wirst für Frauen unwiderstehlich. Und da wir gerade davon sprechen, Aljoscha, wie waren die ganz kranken der Schwestern Alte. So? Leute, könnt ihr aufhören, ihn zu belagern? Wir kommen zu. Privet, Artyom. Wegtreten! Ich gebe euch 2 Stunden, Leute. Ja! Oh, also ganz ja, offiziell. Ja. Also habe ich etwas mitgebracht. Bitte lasst uns das letzte Mal nicht halte wiederholen. Durch, Artyom. Eine Woche später. Oh, wo bin ich jetzt? Es schneit auf jeden Fall. Wieder nichts. Ich bin anscheinend wieder auf irgendeiner Expedition. Und es scheint, dass die Welt ein bisschen verstrahlt ist, weil sie was von einem Geigerzähler erzählt. Das ist ja dafür da, um Strahlung zu messen, so ein Gerät. Diese verdammten Dinger, die ständig vor sich hin krächzen. Lass uns nach Hause gehen, mein Schatz, bitte. Meinst du nicht, ich würde es auch vorziehen, an einem Strand oder in einem grünen Wald zu leben? Strand oder grüner Wald, also da sieht es ja nicht wirklich so aus, als wäre ein Strand oder ein bunter Wald. Da sieht es eher ein bisschen, ja, kalt, nass aus. Düster. Oh, jetzt habe ich hier eine geile Waffe. Ja. Wir haben erstmal das Intro abgeschlossen, jetzt geht's wahrscheinlich dann mit der nächsten Mission oder so weiter, mal schauen. Oder es geht noch mit dem Intro weiter, aber hier werde ich die Folge erstmal beenden. Das war's erstmal mit der Folge, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ciao!